oder hier Spitzhacke abwehren. Du stirbst jetzt! Na. Clemi, hilf mir! Los, renn vor! Nicht wegrenn, du! Das ist mein Geld! Das ist wichtig! Dani, da ist er! Heunum! Ja, wie viel Damage? Ja, natürlich, diese scheiß Schlange kommt natürlich und tötet mich, ey. Hast du ihn getötet? Ah! So, ich hab ihn getötet. Spawn Point Set? Oder hab ich nur gerade daneben gedrückt? Was hat er gedroppt? Keine Ahnung. Guck ich mir nachher an. Bringt es überhaupt irgendwas, wenn wir uns da jetzt runterbuddeln? Haben wir überhaupt gut genug Ausrüstung? Nee, oder? Ihr wisst ja nicht. Gut genug, ja. Wo bist denn du, Dani? Ich komm dir mit gefährlicher Geschwindigkeit. Ja, hier ist voll viel Eisen. Okay. Das heißt, wir brauchen volle Goldrüstung, damit sich das lohnt, oder wie? Ja, nicht unbedingt voll, aber... Das heißt, du müssen jetzt ganz viel farmen. Richtig. Machen wir eigentlich schon das ganze Game lang hier farmen, aber du steckst es ja in irgendeine Scheiße. Hey! Ich brauche auch langsam mal einen Enterhaken oder so. Oh, hier oben ist noch Silber. Dein komischer Turban hat sich gelohnt, da kannst du mir nichts erzählen. Ich will einen verdammten Goldhelm. Goldhelm! Das ist so lang. Ja, bau du mal das Eisen ab. Ich geh so lang mal wieder runter. Ja, oh, würde ich nicht machen, dann kommen neue Viecher und die werden dir so lange folgen, bis du die getötet hast oder so. Ups. Also die werden sich ganze Zeit rumporten. Wieso können die sich porten? Das ist doch voll gemein. Weil die es können. Boah. Ich will aber neue epische Items finden. Lass mich jetzt hier runterfallen. Kannst du ja nur, wirst du jetzt. Ich glaube, ich verliere den Death-Counter. Ja, jetzt wird sich alles ändern. Nein! Sagst du doch, es ist noch alles offen. Ja. Komische Würmer, die einen folgen. Meter noch. Hier ist nichts, ich geh mal weiter runter. Spinnenwebe. Okay, ich komm mal mit. Oh, eine Vase. Oh, Gold! Ganz viel Gold. Ganz viel Gold, Glückwunsch, das ist nice. Hier unten ist wieder so ein Vieh! Leck es ab. Ich bring's hoch zu euch. Nein. Oh mein Gott, ey. Weg damit, wir müssen... Nein. Oh mein Gott. Wir haben hier was. Du kannst... Flieg, flieg in die Lava! Ja! Ja. Ist denn die Lava geflogen? Ja. Wie dumm ist der denn? Ich wäre fast gestorben, Mann. Ich bin gestorben. Ja, bei dir ist es nicht so schlimm. Ey, ich geb dir gleich. Okay, dann müssen wir jetzt auf Kistensuche gehen, bis wir anständige Sachen haben, oder wie? Vorsichtig. Vorsichtig. Ist ja nicht so günstig, wenn man unter sich einen Block wegbaut, wenn man hier über Lava steht, ne? Durchaus nicht. Ah! Okay, Lord. Ein Mutterschleim, nein! So. Weiter? Ich bin so schlecht. Kick den Mutterschleim in die Lava, kick ihn in die Lava. Oh mein Gott, vorsichtig, der kickt dich gleich in die Lava. Unser Tunnel ist tief. Ist damit, ja. Fällt mir gerade so auf. Hier ist nichts mehr. Wieder hoch. Hast du Grappling Hook? Ich, nö. Hier oben sind Gaylords und Mutterschleime. Ja, warte, dann bau dich irgendwie hoch. Jo. Warte, ich hab ich noch eine Holzplattform. Warte. Ja, oder so. Warte. So. Oh mein Gott. Bumerang. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Danke. Scheiß Gaylord. Was kommt da? Oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder den ganzen Weg nach unten laufen. Ja. Komm schon. Oder so. Komm schon. Ich glaube, ich errichte mir gleich wirklich ein Bett da unten. Ja, komm, mach mal bitte da unten eins hin, das ist ja abartig, wenn wir die ganze Zeit Ja, Spinnennetz. Ich hab einen Mutterschleim getötet. Ja, ich hab ein Spinnennetz, wenn du eins willst. Nee, ich hab genug. Ach so, okay, gut. Was hab ich denn alles noch für Müll dabei? Gold, Sunblock, Rubine. Komm mal her hier. Ja, warte, ich mach mal ich eben. Ich muss hier gerade solo gegen 12 Babyschleime kämpfen. Ja, ich mach mal eben Papa. Oh, die in die Kiste. Da kommt noch ein Mutterschleim, ey, verdammt! Kann ich alles so craften, ey. Goldbrock kann ich craften.
Ah ja, wir wollen ja unser Geld immer in die Truhe tun, ne? Ja. Wir können hier unten noch eine Truhe hinmachen, oder? Nö. Der NPC ist ja oben für den Goldhelm, also für den Minenhelm. Aber ich glaube, ich habe ja, so lange. Wenn wir hier unten eine Basis machen. Ganz unten brauchen wir keinen Minenhelm mehr, da ist eh alles immer voll hell wegen den Lava hier. Das also können wir es eher für Dynamit ausgeben oder so. Ja, mit Dynamit dann immer diese komischen Viecher wegsprengen. Ja, mit. So. Stopp, Babyschleimer! Waren die links oder rechts in der Truhe? Was ist denn rechts in der Truhe, Clemi? Muss mal sehen. Habt ihr diesen Lavasee hier schon ausgemint? Ja, rechts sind die ganzen Barren. Wir haben 14, ne, 19 Goldbarren. Sagt mal, habt ihr den Lavasee schon ausgemint? Nein. So. Doch. Da oben ist Kupfer. So, wie kann ich jetzt so ein scheiß Bett da oben hin, da unten hinbauen? Wer von euch hat noch keinen Obsidian Skull? Nein! Na, verdammt! Ich nicht, also. Ja, dann nimm dir den mal gleich in der Truhe. Okay, ich versuch definitiv nie wieder irgendwelche waghalsigen Akrobat-Dinger hier über Lava. Was kann ich mir denn jetzt alles craften? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Ausrüstung. Ja, Bett habe ich. Ich will Ausrüstung. Also zumindest das Menü geht halb ja, so schnell. Ja, ich kann mir eine Gold-Pickaxe machen, dann brauche ich meine Silber nicht mehr. Naja, mach mal Gold-Pickaxe. Das ist das Menü so langsam. Brauch irgendwer noch die Silber-Pickaxe? Nö, tu es einfach. Wie viel Goldbarren kannst du machen? Ich habe jetzt insgesamt 19, weil ich mir die aus der Truhe genommen habe. Ja, ich habe alle möglichen von mir auch rein. Oder ich mach mir Rüstung aus. Gib mir, ich gebe dir meine Kupferrüstung, ich will die Goldrüstung, ganz wichtig. Ich brauche sie. Alles meins. Halsmaul. Ich will. Nein. Hör damit. Ich mach mir lieber eine Pickaxe draus. Gold Pickaxe braucht man nicht mehr, Silber Pickaxe reicht. Ja, okay, nur weil du alles haben willst. Ja, natürlich will ich alles haben. Ja. Kannst du ja aber denken. Man kann eh keine Rüstung machen, oder hast du noch Gold? Ich habe noch 5 Goldbarren. Deshalb sag ich, her damit. Bitte. Ups. Brauchst du sie einen Silberhelm? Nicht Silber, Eisenhelm. Falls irgendwer braucht, viel Spaß. Du hast mir gerade einen Eisenhelm gegeben, danke. Ja. So, gib mal Goldzeug bitte. Hab ich. Danke. Kann ich mir überhaupt Goldrüstung machen? Damit teste ich gerade mal aus. Wenn nicht, dann lege ich sie wieder zurück in die Truhe. Ja, ich tue die ganzen restlichen Silberbarren wieder zurück, weil ich wollte mir eigentlich eine, halt die restlichen Rüstungspart machen. Wieso ist das Menü so verdammt langsam? Ich glaube, das reicht ganz knapp nicht. Naja, legt uns euer Geld ab, wir machen den Spawnpunkt. Gibt's so überhaupt eine Goldrüstung? Ja, schon, aber die ist teuer. Wie viel Gold braucht man dafür? Ich kann mir mit 24 Goldbarren keine machen. 25, glaube ich. Ab 25. Warte mal, ich stelle mich mal hier zum Amboss hin. So. Ja, okay, ich stelle schon mal unten das Bett auf. Okay. Nee, kann nichts machen. Ich leg's mal wieder zurück in die Truhe. So, dann noch 10 Silberbarren. Ich mach's mal nicht ganz, damit da keine Monster dran kommen, ne? Hooray! The Pit, wir fallen hinunter. Ja, das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, wie tief es geht, weil ich unten nicht weiß. Ja, wir haben genau dieselbe Distanz zueinander, weil wir gleich schnell fallen. Jetzt nicht mehr. Ja, aber ich jetzt anhalte wegen Sicherheit geht vor und so. So. Du wirst nur nicht verlieren im Death Counter. Ja. Achso, ich bin wieder hier. Ja, dann können wir unseren Spawnpunkt hier irgendwo errichten. Okay. Aber hier sind doch überall Monster, oder? Komm mal hoch. Ja, deswegen will ich auch da oben hin. Dieses Loch da oben müssen wir auch irgendwie zukriegen. Nee, da will ich ja jetzt gerade das Bett hinbauen. In das Loch da oben? Ja. Okay. Na dann. Es ist unsere Geheimbasis. Yeah. Geheim. Die so geheim ist. Geheime Geheimbasis. Ja, warte, geh mal weg. Ich will das Bett jetzt placen. Kennt niemand außer uns. Und den Monstern, die da drin hausen. Nee, man kann den Spawnpunkt nicht setzen. Was braucht man nochmal alles für ein
Spawnpunkt. Geschlossener Raum auf jeden Fall und noch irgendwas. Ja, geschlossener Raum können wir so machen. Ja, wir haben ja einen Hintergrund. Nee, das. Nee, ich meine, geschlossener Raum ist mit Hintergrund. Ah, okay. Nimmer. Stuhl Lichtquelle und so? Haben wir auch. Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Vielleicht muss er. Hast du da gerade Holzhintergrund? Ja. Ja, dann brauchen wir hier noch Holzhintergrund. Dann ist doch nicht geschlossen. Hast du noch mehr Holzhintergrund? Nee, glaube ich nicht mehr. Warte, ich mach mal eine Schatztruhe. Ich mach mal eine Workbench. Kannst du ruhig noch eine Schatztruhe irgendwo hinstellen? Wir können das ja klar, machen. Mach mal hier einen Platz. Ich mach die, mal die Workbench hier hin. Oh, da wollte ich die gerade placen. Bumerang, 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 Bumerang! Hast du genug Holz für den Hintergrund? Ich kann mal noch ein bisschen machen. Nee, ich hab kein Holz. Das ja, okay, dann mach ich. Okay, wenn du machst, dann riechst du lang erst noch ein paar Wooden Platforms. Das ist übelst langsam, wenn man Rechtsklick gedrückt hält. Ja, okay, nee, dann das wird langsam schneller. Es wird immer schneller, ja. Hooray, jetzt habe ich mein ganzes Holz in, den ganz gemacht. Yay, unsere Untergrundbasis. Ich mache hier mal noch so eine Decke hin. Ich hoffe, das funktioniert, sonst blamieren wir uns hier. Ja, sonst blamierst du dich, weil du das gesagt hast. Stimmt. Verdammt. Ja, genau, baut das mal zu. Ich wollte jetzt eigentlich noch Hintergrund hin machen, aber... Nee, da kein Hintergrund, das bauen wir zu. Ja, aber ich habe jetzt noch Hintergrund übrig, deswegen... Okay. Müssen wir uns ja gemütlich einrichten. Ja, ich kann Spawnpunkt setzen, perfekt. Ja, ich auch. Ich hab's noch nicht probiert. Warte, ich baue mal da unten eine Schatztruhe hin. Kannst du mal fix die überschüssige Plattform wegmachen, Clemmy? Du hast hier den Hammer. Warte. Moment. Jo. Jetzt du hast deinen Holzhintergrund weggemacht, Clemmy. Setz ihn mal wieder hin. Sollen wir vielleicht hier noch eine Tür hinbauen? Ja, wäre vielleicht eine Idee. Machen wir hier den Gang so runter, sodass der genau drei Höhe hat. Ich meinte hier hin. Kannst du mit dem Hammer mal die Überschüssige da wegmachen, Clemmy? Jo. Dann baue ich hier noch ein Spinnennetz hin, damit wir, falls wir von oben und noch wieder runter... die da runter... oben ist, Clemmy, die da. Hm? Das ist eine zusätzliche. Genau die. Perfekt. Hier das Spinnennetz nicht wegmachen, ne? Okay. Okay. Das soll ich hier einfach die Schatztruhe hin packen oder wo soll ich die hinplagen? Ja, kannst du irgendwo hinmachen. Das ist wir brauchen hier unten übrigens, dass die Leute hier unten einziehen. Wieso? Keine Ahnung. Und da unten wird das jetzt heftig. Hat jemand von euch Dynamit? Ich hab Bomben. Ich hab 8 Bomben. Werf alle Bomben runter. Also nacheinander. Was? Sich auch erledigt. Schlecht. Richtig schlecht. Okay, werf mal runter, Dani. Ja, eigentlich. Ich mein Spawnpoint schon. Was gesetzt. Runterwerfen? Bombe oder Dynamit? Mir egal. Hab ich nicht. Ich hab ein paar Bomben, die ich schmeiß jetzt aber gleich auch runter. Gut. Ne, wenn wir runtergehen, das ist alles, was wir machen, einfach nur graben. Egal, ob wir sterben oder alles. Wir graben so gut wir können, damit wir irgendwo. Okay, gut. Wir haben das ganze Geld oben abgelegt, ne? Also wir können nichts verlieren. Jo, also wie soll ich die Bomben jetzt runterschmeißen? Einfach mit Linksklick oder so? Ja, aber nicht auf unsere Plattform, genauso. Ja. Nochmal. Nicht, dass du auf die Idee kommst, eine hochzuwerfen. Ey. Wie viel hast du? So, keine mehr. Okay, mal schauen, was das jetzt gebracht hat. Freiwillige vor? Ja, yeah, wir können rein in die Höhle. Ja, cool, und was mache ich jetzt? Sieht sogar ziemlich gerade und so aus. Ja, ja das ist ein neuer Hintergrund, das ist ein neuer Hintergrund. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zwei von den Viechern. Feuerbumerang! Drei von den Viechern. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr... Vier.